Die zweite HBL ist zurück nach einer englischen Woche. Schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Das sind die drei Partien, auf die ihr euch heute freuen könnt. Der TV Hüttenberg empfängt Eisenach. Die Eulen treten bei Eintracht Hagen an. Und der Tabellenführer Balingen ist beim TuSEM Essen zu Gast. Wir starten aber in Mittelhessen, wo Eisenach schon zum zweiten Mal in dieser Saison vorbeischaut. Die Partie gab es ja schon anfangs im DAB-Pokal. Da gab es zweimal Verlängerung, 40:39 hieß es am Ende. Na, das kann ja was werden. Kuntscher bekommt diesen ersten Ball nicht an den Mann. Und dann macht Eisenach das, was es herausragend kann. Nämlich Tempo, Umschaltspiel und gute Übersicht. Und wie so oft ist Finn Hangstein Endstation eines erfolgreichen Angriffs. Den bekommt Kuntscher besser gespielt und Schneider, im Hinspiel noch rot bekommen, trifft zum Ausgleich. Andere Seite, Ivan Schneider, der Kroate, der ist tatsächlich hinter der Linie. Eisenach führt. Eisenach ja vor einer Woche auswärts in Essen verloren, seitdem nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz. Lübbecke ist vorbeigezogen. Heute will Eisenach das wieder ändern, aber Grazioli, der Schweizer Nationaltorhüter im Tor von Hüttenberg, hat da natürlich was dagegen und so kann Philipp Schwarz erstmals auf plus 2 stellen. Dann dieser Angriff zum mit der Zunge schnalzen. Hangstein, Jannis Schneibel, was für eine überragende Spielverlagerung. Und Schneider verkürzt 11:9. Das ist der Top-Torschütze von Hüttenberg, Ian Weber, nicht aufzuhalten von der zweitbesten Defensive der Liga, die sich heute aber in Sachen Zugriff noch schwer tut. Hangstein. Auch der Mann kann Übersicht. Willi Weihrauch ist im Spiel. Kirschner. Plus 4, 17:13, starke erste Hälfte von Hüttenberg und es fallen schon wieder so viele Tore. Peter Walz, 17:14 zur Pause. Walz ist vorne und hinten so wichtig. Auch das werden wir gleich noch weiter sehen. Erst einmal Alex Saul, 17:15 und jetzt achtet auf Peter Walz im Abwehrverbund. Starker Block und der Gegenstoß läuft über Hangstein. 10 Tore auch in dieser Partie wieder. Jetzt ist er nur noch 3 hinter Platz 1 in der Torschützenliste der zweiten HBL. Hüttenberg kommt nicht aus dem Tritt. Kirschner 26:25 und jetzt Vorhang auf für die Crunchtime. Jannis Schneibel, selbst in der Zeitlupe ist der Ball fast nicht zu sehen. Was ist eigentlich besser, Antritt oder Wurf? Theis, 29:28, Hüttenberg legt immer einen vor, aber Eisenach hat auch immer eine Antwort. Alex Saul, viel zu viel Platz, wieder der Ausgleich. Theis, herrliches Anspiel auf Schwarz, 6 Tore Philipp Schwarz in dieser Partie. Aber es ist doch so viel Zeit, Grazioli hält diesen Ball. Der kann schmerzhaft sein. 7 Meter für Hüttenberg, Ian Weber kann das Spiel jetzt schon zumachen. Aber nicht mit Johannes Jepsen. Keiner hält so viele 7 Meter in der Liga wie er. Die Chance für Eisenach, doch noch was mitzunehmen. Hinspiel endete 29:29. Tim Schneider, ich hab's gesagt, im Hinspiel gab's Rot. Hier die dritte Zeitstrafe. Auch diesmal wird er die letzte Aktion von der Seitenlinie aus verfolgen. Und das ist folgende. Jannis Schneibel, aber der zählt nicht mehr. Hüttenberg jubelt. Die Schiedsrichter lassen diesen Treffer nicht mehr zu, weil nach der Sirene gefallen. Nicht von der Livestream-Grafik hier verwirren lassen. Die Sirene in der Halle kam offenbar vor diesem letzten Treffer. Deswegen jubelt Hüttenberg und bleibt in dieser Saison gegen Eisenach ungeschlagen. Ähnlich spannend war es im Hinspiel zwischen diesen beiden Teams. Der VfL Eintracht Hagen gegen die Eulen Ludwigshafen. Das ging im Hinspiel 34:33 für die Eulen aus. Das wäre diesmal für Hagen der Worst Case, denn der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist auf 2 Punkte eingestampft worden. Hagen von rechts nach links mit Kim Vossfelds Führung für die Gastgeber Vossfelds zuletzt ja in bestechender Form. Zum Glück, denn Entlastung gibt's wenig im verletzungsgebeutelten Kader. Ausgleich Zacharias, der rettete für die Eulen ja unter der Woche einen Punkt bei der wilden Aufholjagd in Konstanz. Da war Urbic angeschlagen, hier ist er mit der ersten Parade gegen Pujanurusi zur Stelle. Andere Seite, Alex Feig, 2:3, auch der Rechtsaußen wird ein fantastisches Spiel machen. Genauso wie dieser Mann hier, Pujanurusi, auswärts in Bietigheim, unter der Woche 11 Tore geworfen, Spiel ging trotzdem verloren, er aber stark, auch in dieser Partie wieder. Eine torreiche Anfangsphase in Hagen, Feig, 7. Treffer für die Eulen.
wieder nur Rosi, 9-7. Es geht rauf und runter, Zacharias, der 19-Jährige, wieder der Anschluss. Es ist nur ein Zusammenschnitt, aber an Toren mangelt es den Zuschauern in dieser Partie nicht. Wieder nur Rosi, dann 7 Meter Zacharias und der trifft Krzyzinski im Gesicht. Und die Regel ist klar, um die Torhüter zu schützen, das bedeutet Rot. Bei Krzyzinski erst einmal alles in Ordnung, Entschuldigung kommt, Karte aber auch gegen Konstanz noch sicher. Von der Linie das Unentschieden gerettet, hier muss er gehen. Es wird trotz der vielen Tore noch ein Spiel der Torhüter. Wieder ist Urbic zur Stelle und die Eulen bleiben im Spiel mit Falk 12-11. Nurosi auf Stüber, der trifft gegen seinen Ex-Verein. Wie auch Alexander Becker und Jan-Lars Gaubertz hat Frederik Stüber ja schon für beide Seiten gespielt. Maja Siebert mit dem letzten Treffer vor der Pause 16-15 der Halbzeitstand. Durchgang 2, Hagen von links nach rechts. Den kann Hagen im Spiel halten und Pröhl trifft ins leere Tor. Ein Erfolg für die Gastgeber wäre so wichtig. Das Problem, die eigene Abwehr. Die zweitmeisten Gegentore, nur Konstanz hat noch mehr kassiert beim VfL. Vorne hapert's nicht. Vorne trifft Hagen immer wieder, auch wenn der hier nicht zählt und die Einladung von den Eulen angenommen wird. Trost mit dem Ausgleich 17-17. In der Folge gehen die Gäste sogar in Führung. Hagen hier nur an den Pfosten. Und da taucht Falk plötzlich am Kreis auf. Plus 2 für die Gäste. Tempo bleibt hoch, Spannung bleibt hoch. Jukic, nur noch einer. Krzyzinski ist da. Eine Viertelstunde vor dem Ende ist keine Prognose möglich. Puja Nurosi, der passt genau auch in diesem Spiel. Wieder zweistellig getroffen, am Ende werden es 10 sein. Wieder ist Krzyzinski da, der kann jetzt zum Matchwinner werden. Aber auch die Eulen haben einen starken Torhüter. Rechtzeitig fit geworden, zuletzt Hüftprobleme. Urbic ist da. Und dann kommt der Top-Torschütze der Eulen, Yannick Klein. Hagen in doppelter Unterzahl, die das Publikum versucht auszugleichen. Matchball kurz vor dem Ende. Schmidt nutzt ihn. Oder geht doch noch was für die Eulen? Falk verkürzt nochmal. Und es ist noch ein bisschen Zeit. Urbic ist da. 18. Parade. Krzyzinski auf der anderen Seite übrigens 15. Das sagt alles über dieses Spiel bei trotzdem so vielen Treffern. Wieder ein 34-33, diesmal für Hagen. Einen haben wir noch. Der TuS Essen empfängt die Gallier von der Alp und die steigen auf, definitiv. Da ist sich die Expertenriege im gelobten Zweitligaland einig. Da führt gar kein Weg dran vorbei. An diesem Tag aber der Tabellenführer ohne Felix Danner nach Essen angereist. Der Kapitän fehlt. Trotzdem Balingen gut drauf, die Mannschaft in den blauen Trikots von rechts nach links. Leistet sich ja so wenig Ausrutscher in dieser Saison. Mal in Lübeck unentschieden gespielt im Februar, danach 5 Siege in der Reihe. Hier kommt Saueressig 0-1. In der Reihe bleibt auch alles in der Anfangsphase hier. Ballgewinn in der Abwehr. Vorne trifft Jens Schöngard, der Neuzugang aus Portugal. Was für ein Programm für den TuSem. 3 Mannschaften aus den Top 5 in einer Woche. Eisenach besiegt, Dessau verloren, Ups and Downs, genau wie die ganze Saison. Nils Homscheid von der Linie sicher 1-2. Es ist kein Handballspiel auf allerhöchstem Niveau. Auf beiden Seiten der ein oder andere technische Fehler. Justin Müller nutzt ihn aus, 3-3. Balingen unter der Woche gegen Empor Rostock deutlich gewonnen. Eine Halbzeit lang mit angezogener Handbremse gespielt, dann aber mit dem Bleifuß auf dem Gaspedal. Und heute Heinzelmann mit Tor Nummer 6. Der TuSem ist aber vor eigenem Publikum im Spiel, ist ja eine der heimstärksten Mannschaften der Liga. Nur 2 Mannschaften konnten in der Sporthalle am Hallo gewinnen. Da kommt Maldonado angerauscht, 5-6, Anschluss. Wenn sich Balingen auf einen verlassen kann, dann ist es auf Odur Gretason, der Top-Torschütze ja auch in Sichtweite zu Platz 1 der Torschützenliste. Starkes Positionsspiel von Essen, raus auf Mast, 7-9. Lukas Saueressig setzt sich gut durch, aber Dietrich stark. Momentum beim TuSem, Justin Müller 9-10. Er ja der beste Torschütze in der Liga für den TuSem. Kurz darauf kann Essen sogar ausgleichen, Balingen geht aber wieder in Führung durch Gretason. Der war zu schnell für die Kamera, war aber im Tor. Czeschny noch mit dem Ausgleich vor der Pause, 11-11, alles offen für Durchgang 2. Zweiter Abschnitt, Essen jetzt von rechts nach links. Simon Zeyer, erste Tat nach der Pause und Balingen führt wieder. Heinzelmann 11-12. Die Phase nach dem Seitenwechsel war unter der Woche Balingens beste.
Und auch hier kann Saya wieder retten und der nächste Gegenstoß läuft. Wiederholt sich etwa Geschichte? 11:13. Felix Klingler. Verkürzt, Essen bleibt dran. Trotzdem jetzt beste Phase im Spiel von Balingen, effektivste Phase auch Saueressig 13:15. Danach sogar plus 3 für den Tabellenführer, der hinten aber immer wieder 7 Meter kassiert. Jetzt ist Ruminski im Tor und der hält. Gutes Spiel vom Gäste-Torhüter-Duo, aber noch stärkeres von Lukas Dietrich, aber zu dem kommen wir später noch. Erst einmal trifft Grettersson 13:17. Komfortable Führung für die Gäste, die ja auch die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga sind. Aber wir haben die Heimstärke von Essen angesprochen und die kommt so langsam. Chesney verkürzt. Und dann kommt eben jener Lukas Dietrich. Schwieriger Winkel, starke Parade. Malte Seidel tritt an. Klasse Finte im Rücken weitergeleitet. Chesney an diesem Tag bester Torschütze. 8 Treffer wird er auf dem Konto haben. Noch 2. Aber plus 2 für Balingen, das muss doch reichen. Der geht nicht rein, Entscheidung vertagt. Letzte Minute läuft, Müller legt nochmal ab. Und Markus Dangers bewirbt sich hier fast für den Zirkus. Ein irrer Treffer. Einer für den Jahresrückblick, hinten ist Dietrich wieder da. 11 Sekunden noch, kann Essen doch noch ausgleichen. Was für ein Tor aus dem Winkel. Davon wird er die nächsten Nächte noch träumen. Chesney wäre auch für den Camper bereit gewesen. Icing bleibt aber eiskalt. Auch Balingen kann in Essen nicht gewinnen. 21:21. Und das sind die weiteren Ergebnisse in dieser verrückten Liga. Bietigheim gewinnt auch ein torreiches Spiel in Dormagen. Motor Saporosch hier setzt sich 32:30 gegen Dessau durch. Noch mehr Tore sind in Lübeck gefallen, 74 an der Zahl, gegen die HSG Konstanz. Elbflorenz unterliegt Coburg, Großwallstadt schlägt den VfL Potsdam. Nordhorn jubelt gegen die Wölfe aus Würzburg und Rostock verliert gegen den TuS in Lübbecke. Heißt für die Tabelle, Lübbecke verkürzt den Rückstand auf Tabellenführer Balingen, vergrößert aber den Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Eisenach hat jetzt 3 Zähler Rückstand. Dessau ist 4., Nordhorn 5. Die Eulen stehen auf Rang 8, Hüttenberg ist 10. Die zweite Hälfte wird angeführt vom TuSim aus Essen. Der VfL Eintracht Hagen hat jetzt 4 Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Rostock und Würzburg sind weiter ganz unten. Das erwartet uns nächste Woche. Potsdam spielt gegen Rostock. Lübbecke empfängt den TuSim aus Essen. Und Dessau spielt im Spitzenspiel gegen Nordhorn-Lingen. Das alles und ihr wisst es, alle weiteren Partien gibt es natürlich live auf Sportdeutschland TV zu sehen. Und nächste Woche gibt es die Highlights dann wieder hier bei uns.